einzige Video, das du sehen musst, um endlich das zu manifestieren, was du wirklich willst. Ich beziehe mich zu 100% auf das Gesetz der Annahme, Law of Assumption. Es ist das einzige göttliche Gesetz, das sich immer wieder darauf bezieht, dass du alles bist, dass du alles bist, was kreiert, dass du die einzige wirksame Kraft in deinem Universum bist, in dem Universum, in dem du der Schöpfer bist. Und alles, was du glaubst, was du denkst, was du rückschließt, was für dich wahr ist, was deine Wahrheit ist, wird sich in deinem Außen, in deiner Welt, in deinem Universum zeigen. Meistens dreht es sich um andere Menschen. Andere Menschen sind immer eine direkte Reflexion von uns selber. Wenn ich andere Menschen so wahrnehme, wie ich es nicht haben möchte, dann liegt es daran, dass ich diese Wahrnehmung in mir aktiv habe. Das erzähle ich jetzt gleich ganz genau, wie es funktioniert und auch wo es herkommt, damit du das verstehst. Denn unser analytischer, logischer Verstand wird niemals etwas akzeptieren, was er nicht in der Tiefe versteht und immer wieder anzweifelt. Es geht also darum, dass du nicht mehr anzweifelst, wer du bist und wo deine Power ist. Deine Power ist allein in dir. Äußere Umstände, äußere Reflexionen sind in dir entstanden. Und sie sind in uns entstanden zu einem Zeitpunkt, wo wir noch keine konkrete Wahrnehmung darüber hatten, wer wir sind, wo wir herkommen als göttliche Wesen, als spirituelle Wesen. Diese Überzeugungen, die wir outpushen, die uns im Außen immer wieder reflektiert worden, die haben wir ganz früh in dem Moment, als wir unser sogenanntes Ego gebildet haben, implementiert. Und dieses Gesetz der Reflexion heißt, ich habe die einzige Verantwortung für das, was ich im Außen sehe, was sich mir im Außen zeigt. Keine äußere Kraft, keine äußere Macht hat Einfluss. Keine vergangene Geschichte, keine zukünftige Befürchtung hat Einfluss. Wenn ich weiß, wer ich hier und jetzt bin und wie ich hier und jetzt wirke, sprich manifestiere. Ich manifestiere die ganze Zeit. Ich kann nicht aufhören, denn ich bin dieses manifestierende, kreierende Wesen, diese Energie, die hierher gekommen ist auf diese Welt, um sich selber zu erfahren in einem Körper und herauszufinden, was es bedeutet, als göttliches Wesen hier aufzutreten und aktiv zu sein. Als göttliches Wesen aufzutreten, was es grundsätzlich heißt, das wissen wir aus der Bibel, wo Jesus als Beispiel für dieses menschgewordene göttliche Wesen dargestellt wird. Als ein Wesen mit unendlicher Power, mit unendlicher Heilkraft. Und genau diese Power und diese Heilkraft, die ist auch in uns. Und unser ganzer Lebensweg, unser einziger Sinn des Lebens ist herauszufinden, dass ich diese Power habe und wie ich diese Power einsetze, um hier heil zu sein, weil ich bin heil. Ich bin heil, mein göttliches Wesen, meine Seele ist heil, meine Seele ist ganz, meine Seele ist gesund, meine Seele ist Liebe, mein Divine Design, mein göttliches Sein ist mir mitgegeben worden, wie ein Samen, als ich hierher kam,
inkarniert wurde, als er ins Fleisch gestiegen bin, um mich hier zu erfahren. Meine allererste Erfahrung, die ich mache, ist die Erfahrung mit meinem Umfeld, mit meinen Eltern und als Number One mit meiner Mutter. Und es ist völlig egal, ob ich meine Mutter kenne oder nicht. Ich, und jetzt musst du aufpassen, das ist das Allerwichtigste, was du anerkennen musst, was du verstehen musst. Deine Mutter ist deine allererste Reflexion, respektive. Hier beginnt es so. Du bist hierher gekommen, um deine Mutter zu reflektieren. Ich weiß, da sind immer so Generationen, Verstrickungen, Ahnenverträge und so weiter und so fort. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dieses Gesetz der Reflexion, dieses Gesetz der Assumption anzunehmen und zu erkennen. Ich bin hierher gekommen und reflektiere meine Mutter. Das ist meine allererste Aufgabe. Und deswegen glauben wir auch unbewusst, dass wir unsere Mutter sind. Wir sind unsere Mutter, weil unser Wesen unsere Mutter reflektiert hat und unser Ego dann uns quasi als unsere Mutter abgespeichert hat. Unser Ego, unser Unterbewusstsein. Unser Ego sagt ja dann oftmals, nein, das will ich nicht so machen und das mag ich nicht an meiner Mutter, das lehne ich ab und ich mache es extra anders. Aber dadurch, dass ich meine Mutter mindestens 7 Jahre meines Lebens reflektiert habe, glaube ich ganz tief in mir drin, ich bin meine Mutter. Und wenn ich diese Dinge ablehne, die ich bei meiner Mutter gesehen habe, dann ist es trotzdem da. Ich lehne es zwar ab, aber ich nehme es trotzdem wahr. Und das ist eben diese Verflixtheit. Ich nehme dann im Außen überall meine Mutter wahr. Und zwar all diese Dinge, die ich angenommen habe über meine Mutter, wie ich meine Mutter wahrgenommen habe. Auf Englisch ist es so viel einfacher zu sagen, how I assumed my mother to be. Das sehe ich überall. Wenn ich nicht dahinter schaue und mich erkenne in meiner Mutter. Weil nur wenn ich mich erkenne in meiner Mutter, kann ich erkennen, was in mir spielt, was für Annahmen in mir spielen. Und wenn du siehst, was da gelaufen ist, dann kannst du es verändern. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Also, hier steht deine Mutter. Und du wirst geboren als ihre Reflexion. Das heißt, du bist am Anfang der Spiegel deiner Mutter. Deine Mutter, was deine Mutter über sich glaubt, sieht sie in dir. Genauso wie das, was ich über mich glaube, sehe ich in meinem Kind oder in anderen. Und meine Mutter, ich gehe jetzt einfach mal zu meinem Beispiel. Meine Mutter hat sich für mich so dargestellt. Ich habe meine Mutter gespiegelt als eine Frau, die nicht liebevoll ist, die nicht respektvoll war, die sogar
misshandeln war, ja, auch körperlich misshandeln und psychisch misshandeln, ignorant, nicht für mich gesorgt hat, getrunken hat, Alkoholikerin war, unzuverlässig, sie ist nicht zu ihrem Wort gestanden, sie war wankelmütig, sie hat ganze Zeit verändert, was sie gesagt hat, sie hat mich beschuldigt, ich war immer schuld und falsch, sie hat mich beschämt, sie hat mich blamiert, sie hat mich ignoriert, sie hat alle anderen über mich und vor mich gestellt. Alle anderen war wichtig. Sie hat mich nicht unterstützt. Sie war nicht darin interessiert, an mir interessiert. Sie war wie eine Zeitbombe. Man wusste nie, wann sie explodiert ist. Sie war aggressiv. Sie hat die Menschen gehasst. Sie hat über Menschen, die sie auch nicht kannte, immer schlecht gesprochen. Sie hatte immer ein schlechtes Bild von den Menschen. Die Menschen waren immer schlecht. Sie hatte ein ganz, ganz geringes Selbstbewusstsein, kein Selbstbewusstsein, keinen Selbstwert, keine Selbstliebe. Und sie hat immer alles, was gesagt wurde, was ich gesagt habe, was andere gesagt haben, umgedreht und gegen einen verwendet. So. Und ich habe diese Mutter gespiegelt. Ich musste diese Mutter spiegeln. Ich bin hier dazu. Das ist das göttliche Spiel. Ich musste diese Mutter spiegeln. Ich musste diese Person sein für meine Mutter, die ihr zeigt, dass sie ignoriert wird. Ich habe sie ignoriert. Ich war aufsässig. Ich habe sie beschuldigt. Ich habe sie schuld dafür gemacht, dass mein Leben so schlecht war, dass ich mich so ungeliebt gefühlt habe. Ich habe einen geringen Selbstwert gehabt. Ich bin ausgerastet, ohne Grund. Ich war nicht interessiert an anderen Menschen. Ich habe andere Menschen zurückgewiesen und verachtet. Ich war ignorant. Ich war nicht liebevoll, obwohl ich immer viel für andere gemacht habe, um das zu kompensieren. Ich war unzuverlässig. Ich bin nicht zu meinem Wort gestanden. Naja, das habe ich noch vergessen. Lügen, fake sein. Sie war verlogen und fake und nicht authentisch. Ich habe mich als fake und nicht authentisch gesehen. Und so entsteht in uns unser Selbstbild, unser Selbstkonzept, wenn wir dann selber erwachsen sind. Das ist ganz tief in uns verankert. Das ist quasi unsere Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit, die wird dann in erwachsenem Alter in allererster Linie von Partner gespiegelt. Und so geht das Spiel weiter. Dann haben wir einen Partner, der am Anfang total liebevoll war und total unterstützend und total auf einen gestanden ist, die Welt einem zu Füßen gelegt hat, begeistert war von einem. Bis dann irgendwann mal Situationen passieren, die mich an meine Mutter erinnern. Diese sogenannten Triggers. Einmal nicht gehört, einmal nicht verstanden. Einmal beschuldigt, einmal ignoriert und schon ist der Partner, wird der Partner wie die Mutter betrachtet. Es braucht ganz, ganz wenig.
Ich sehe mein Selbstkonzept, mein mütterliches Selbstkonzept in meinem Partner. Wenn ich es nicht gereinigt habe. Selbstkonzept. Wenn ich es nicht bereinigt habe, steht plötzlich meine Mutter vor mir. Und ich hole alles raus, was ich in meiner Mutter niemals sehen wollte, ist plötzlich da. Was ich selber niemals in mir sehen wollte, zeigt sich wieder im Außen. Die Reflexion, meine Reflexion. Everyone is you pushed out. Aber es ist eben nicht das, was ich wirklich bin, was ich war, bevor ich meine Mutter reflektiert habe. Weil bevor ich meine Mutter reflektiert habe, war ich eine absolut reine Seele, voll Liebe, voll Respekt, voll Erfülltheit, voll voll Göttlichkeit, voll Perfektion. Und dass ich das erkenne, dazu habe ich diese Menschen, dieses Leben, das mir immer wieder spiegelt, was ich über mich glaube. Was ich über mich glaube. Dass ich nicht respektiert werde, dass ich nicht geliebt werde, dass ich nicht unterstützt werde. Meine Mutter war übrigens auch unverzeihlich, dass mir nicht verzeiht wird. Dass ich nicht verzeihe. All diese Dinge. Dann habe ich einen Partner, der ist me pushed out. Oder Mutter pushed out. Und jetzt kommt's. Es ist sogar Vater pushed out. Vater pushed out. Hier, Vater. Warum Vater pushed out? Auch wenn ich keinen Vater hatte, ich werde gesehen haben, wie Partner, das habe ich beobachtet, wie Partner meine Mutter gesehen haben. Oder auf meine Mutter reagiert haben. Oder was meine Mutter über ihre Partner pushed out gesagt hat. Einerseits habe ich das beobachtet, wie mein Vater zu meiner Mutter war. Nicht respektvoll, nicht unterstützend. Er war schwach. Er hat mehr auf sich um andere Menschen gekümmert, als sich um seine Familie. Er war unzuverlässig. Er hatte kein Commitment. Und genau das hat er natürlich hier wieder meiner Mutter reflektiert und ich habe es gesehen. Also ist es klar, dass ich dann im Außen auch wieder logischerweise die gleiche Dynamik bei meinem Partner sehe. Es muss so sein, dass er unzuverlässig ist, dass er kein Commitment hat, dass er nicht liebevoll ist, dass er nicht invested ist, dass er nicht committed ist, dass er genauso wie mein Vater wankelmütig ist, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Dass er keine Linie hat. All das sehe ich auch wieder hier. Also sehe ich Vater-Mutter-Reflexion, weil meine Eltern waren ja auch wieder eine Reflexion voneinander. Und all das pushe ich out und all das rekreiere ich immer wieder und immer wieder, bis ich darauf komme, dass es so funktioniert. Und dann kann ich mich selber erkennen und sehen und die ganze Lüge, dieses ganze verlogene Spiel dahinter sehen. Und dann kann ich aufwachen und dann kann ich erwachen und dann kann ich zu meinem göttlichen
selbst zurückkehren, dann kann ich diese ganze verdammte Dynamik, wenn ich sie verstanden habe, wenn ich sie ans Licht gebracht habe, kann ich sie komplett zur Seite lassen und transzendieren. Wenn ich weiß, wer ich wirklich bin als göttliches Wesen, wenn ich weiß, wie mein göttliches Wesen aussieht, wenn ich weiß, wie ich, wozu ich hier auf die Welt gekommen bin, wenn ich verstehe, dass ich hier auf die Welt gekommen bin, nicht um zu leiden darunter, nicht um irgendjemanden weiterhin zu beschuldigen, eine Kraft außerhalb in mir, sondern dass ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich bin wie Jesus. Jeder ist wie Jesus. Wir sind hier, wir haben die gleiche Power. Wir können in uns selber, dadurch, dass wir erkennen, wer wir sind, wir erkennen die Lüge, die uns all diesen Schmerz, die all diese Zurückweisung, all dieses Leid, das sich dann zum Teil auch schon körperlich manifestiert hat, weil ich ja unter all diesen Dingen gelitten habe, die sie mir immer wieder reflektiert haben, die mich immer wieder zutiefst verletzt haben. Und wenn ich erkenne, dass meine Seele, mein Seelenwesen, mein Divine Design Wesen in Wahrheit immer unverletzt ist, immer perfekt, immer schön, immer geliebt, immer gewollt, immer erkannt, immer respektiert, immer unterstützt, dann weiß ich, wer ich bin. Dann weiß ich bin geliebt. Dann weiß ich bin Liebe. Dann weiß ich bin gewollt. Dann weiß ich bin auserwählt, auserkoren. Auf Englisch ist das Wort auch wieder besser, chosen. Ich bin die man will, die wichtig ist, die alles ist hier. Und wenn ich das in mir so fest verankere, dass nichts mehr im Außen, dass ich nichts mehr im Außen erlaube, dazu dient mir zu sagen, ich bin eine Reflexion der Vergangenheit, ich bin eine Reflexion von all diesen Menschen, die mich reflektiert haben. Wenn ich das einfach alles liegen lassen kann, dann komme ich bei mir an. Dann weiß ich, dass ich schon die Erfüllung bin von all dem, was ich suche. Dann kann ich anfangen, mich bedingungslos erfüllt fühlen. Und wenn ich diese bedingungslose erfüllt fühlen habe, dann erkenne ich, dass ich in Wahrheit nur vertikal lebe, in hier und im Jetzt. Dass zwar in meiner Illusion einer Zeitlinie oder einer Bewegung oder einer Veränderung sich im Außen für mich Dinge immer wieder zeigen können, die auf meine alte Realität, auf meine alte Zeitlinie zurückgreifen, weil alles gleichzeitig zur Verfügung steht, aber dass ich die einzige Kraft, einzige Beobachter, einzige Wahl bin, einzige Entität, einzige Schöpferin bin, die auswählt. Alle Realitäten sind gleichzeitig zur Verfügung. Alle Universen, wir sind so multidimensional, alles ist gleichzeitig zur Verfügung. Es steht mir gleichzeitig zur Verfügung, diese Reflexion meiner Mutter, meiner Ursprungsfamilie weiter zu reflektieren, unendlich. Aber in dem Moment, wo ich die Erkenntnis habe, weiß ich eben, dass ich die Kraft und die Power habe, jetzt andere Reflexionen auszupushen, damit eine andere Realität zu generieren. Damit die Menschen in meiner neuen Realität zu heilen, zu verändern, auch ihren heilen Divine Design Zustand zu bringen. Aber nur, wenn ich selber dort bin, wenn ich selber weiß, wie es funktioniert und wenn ich selber meinen Ego-Mind so lange fokussiert und trainiert habe, bis er mit meinem Divine-Mind eins geworden ist und dann nur noch Dinge
wahrnimmt, die meiner Wahrhaftigkeit entsprechen. Und dann erkenne ich, dass ich ein göttliches Portal bin, dass ich das Portal bin der Manifestation. Ich habe diese Kraft. Durch mich hindurch entsteht alles, aus mir heraus entsteht alles. Ohne einen einzigen äußerlichen Einfluss. Außen ist nur Reflexion. Außen ist Reflexion meiner Illusion über meinen nicht wahrhaftigen Seinszustand. Und in dem Moment, wo ich in meinen wahrhaftigen Seinszustand mehr und mehr eintrete, diffundiert mein Ego mehr und mehr. Bedingungen, äußere Umstände, Zusammenhänge, das interessiert dann nicht mehr, weil ich weiß, ich lebe und denke und fühle vertikal aus meinem Seinszustand heraus in diesem jetzigen Moment, wo die Vergangenheit und die Zukunft irrelevant sind, weil ich jetzt kreiere. Und in dem Moment, wo ich diesen Shift gemacht habe, wird sich alles verändern. Und wir machen diesen Shift immer mal wieder, ein bisschen. Und dann kommt wieder die Reflexion des Alten, weil wir noch nicht hundertprozentig verankert sind in diesem göttlichen Seinszustand. Und auch das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir können bleiben, wir können da wieder zurückkommen. Aber das geht nur über Verzeihen, es geht nur darüber, keine Vorwürfe zu machen. Es geht nur darüber, zu verstehen, was passiert ist. Und wenn ich sage, ich habe eigene Verantwortung, dann heißt es nicht, dass hier irgendetwas Böses geschieht oder ich etwas Böses gewesen bin, sondern ich bin in diesem Aufsteigeprozess. Ich bin in diesem transzendierenden Prozess. Und jedes Mal, wenn ich wieder in alte Realitäten einsteige, kann ich sie genauso schnell verlassen. Aber dazu brauche ich dieses Selbsterkenntnis und nicht Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung wäre Egoentwicklung. Es würde mein Ego entwickeln. Ich brauche aber diese alte Ego-Persönlichkeit, die Dinge reflektiert hat, nicht verbessern, sondern ich brauche sie nicht. Sie war noch nie meins, hat noch nie zu mir gehört. Ich kann sie bedingungslos verlassen und in diese neue göttliche Identität von mir eintreten, in meine volle Kraft und in meine volle Power, in meine volle Liebe, in meinen vollen göttlichen Ausdruck kommen. Und dann weiß ich, dass es nicht gefährlich ist, zu viel zu lieben, dass es nicht gefährlich ist, zu viel zu verzeihen, dass es nicht gefährlich ist, all in zu gehen. Für mein göttliches Sein, für mein göttliches Wesen, die Wahrheit zu sprechen darüber. Das, was ich jetzt hier mache, wir müssen uns nicht mehr schämen, weil das war dieser Lernprozess, den wir gebraucht haben zur Erkenntnis. Und jedes Scheitern auf diesem Prozess war ein Gewinn. Weil ich mehr und mehr Klarheit bekommen habe über das, wie ich wirke, über meine Wirksamkeit, über meine Kraft, alles da draußen zu kreieren, das immer wieder mir reflektiert, wer ich nicht bin, solange es wehtut, solange es schmerzt, solange es verletzt. In dem Moment, wo ich mich erkenne als dieses Wesen, das sich nur selbst verletzen kann, seine eigene Reflexion, die als wahr anzunehmen, kann ich aussteigen aus diesem Spiel. Und dann kann ich zu diesem Portal werden, dem Portal, aus dem alles neu gemacht wird, aus dem alles neu kreiert wird, aus dem alles aus der Fülle heraus schon da ist. Wenn ich sage neu kreiert, meine ich nicht neu kreiert, sondern dann meine ich, neu reflektiert.
Weil alles ist ja nur jetzt. Alles ist vertikal, ohne Zeit. Ohne, wenn es keine Zeit gibt, gibt es crazy, keine Veränderung. Das heißt, wir müssen theoretisch auch nicht mal alt werden. Wir müssen nicht mal altern, wenn wir in diesem Jetzt-Seinszustand sind. Und dieser Jetzt-Seinszustand, in der ist eben die Fülle von allen Realitäten schon vorhanden. Deswegen darf ich mich bedingungslos, grundlos schon so erfüllt fühlen. Weil in dem Zustand der Erfüllung, in meinem Divine Design Zustand, bin ich in der Realität, wo Erfüllung herrscht. Und dann wähle ich. Ich wähle nur noch aus. Aus der Fülle. Dann gibt es keinen Mangel mehr. Und dann weiß ich, wenn ich aus der Fülle heraus denke, fühle, denke, wenn ich weiß, ich bin alles, ich bin die Fülle, ich bin die Erfüllung, dann weiß ich, dass ich die Erfüllung für mein Business bin, ich bin die Erfüllung für meine Partnerschaft, ich bin die Erfüllung für meine Freundschaften, ich bin die Erfüllung für die Welt. Und es ist nichts Arroganz oder so, wie das Ego jetzt sagen würde, sondern es ist so, es ist Fact. Wenn ich in diesem erfüllten Zustand bin, dann kann ich nichts anderes darstellen als Erfüllung. Dann kann ich nichts anderes reflektiert bekommen als meine erfüllten Wünsche. Und so funktioniert es, meine Lieben. Ganz, ganz wichtig, meine Videos dienen hier dazu, wirklich dein Verständnis anzuerregen, zu verstehen, was passiert. Wenn du verstehst, was passiert, dann weißt du, dass es das Normalste der Welt ist, dass du keine Vorwürfe mehr machen musst, dich nicht mehr schämen musst, keine Vorwürfe an dich selbst, an andere, dich für keine Situation schämen musst, die mal war, die da ist oder die vielleicht auch mal wieder kommt, dann verstehst du einfach diesen Prozess der Reflexion, wie das alles zusammenhängt, dass ursprünglich keine Schuld da ist, dass niemand Schuld hatte, sondern dass wir hier nur gekommen sind, um das aufzudecken, um unser wahres Selbst zu verkörpern und dann aus dem heraus weiter zu leben und weitere Reflexionen, Manifestationen sind nur Reflexionen meiner selbst. Und so funktionieren Manifestationen aus dem Selbst heraus, aus dem wahrhaftigen Selbst heraus. Und sich so anzuerkennen als das Portal von allem, was ist. Nichts in dieser Welt kann außerhalb meines Portales, außerhalb durch dem Portal, das ich darstelle, entstehen, manifestieren. Alles in meiner Welt muss erstmal durch mich durch. Deswegen bin ich das Portal, ich bin die Tür, ich bin der Door-Opener. Und ich habe immer zwei Türen zur Verfügung, je nachdem, wer ich gerade bin. Dieses limitierte Wesen in Mangel und Schmerz, dann wird sich Mangel und Schmerz mir reflektieren. Oder bin ich dieses unendliche, liebende Wesen der Liebe und der Perfektion, der Göttlichkeit. Und dann wird sich das mir reflektieren. Ich hoffe, euch gedient zu haben für euer Verständnis. Ich werde ein neues Programm lancieren. Das heißt, das Portal. Ich bin das Portal, wo wir wirklich tief da reingehen, weil dieses Ablösen, dieser Ablöseprozess des alten Ichs, des Egos, des logischen Verstandes, das ist ein bisschen eine zähe Sache. Weil wir so lange um unser Überleben gekämpft haben, weil dieses Überleben dieser Identity, die wir nicht aufgeben wollten, weil sie uns so bekannt ist. Dieser Prozess braucht Begleitung, dieser Prozess braucht Tools, dieser Prozess braucht Kontinuität und mehr und mehr Verständnis. Immer wieder mehr Verständnis. Jedes Mal, wenn ich mehr Verständnis habe, sinkt es mehr in mich. Wenn ich mehr Verständnis habe, wer ich bin, wie ich wirke, wie die Welt wirkt, wie alles aus mir heraus entsteht, jedes Mal komme ich mehr und mehr in meine göttliche Persönlichkeit, in mein göttliches
Design hinein. Und aus diesem Design entsteht unendlich alles, weil dieses Design ist in der Fülle zu Hause und hat keine Mangelgedanken, hat keine Schmerzgedanken, hat keine Verlustgedanken, keine Verlustvorstellung, keine Verlustängste, weil das gibt's nicht in dieser Identität. Und da möchte ich euch hinbegleiten in das Portal. Ich bin das Portal. Details werden folgen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es werden 999 Euro sein. Wie lange, was alles dabei ist, lass dich überraschen. Wenn ich das anspricht und sagt, scheiße, es ist genau das, was ich immer wahrgenommen habe und ich habe es nicht geschafft zu transformieren. Aber ich weiß, dass es genau um das geht. Dann mach dich bereit, dann ist das Portal wirklich für dich. Es ist so groß, so weit, so offen, es wird dich so öffnen, es wird dich so lehren, es wird dich so aufräumen, es wird dich so nach Hause bringen zu dir. Es wird dich in den liebevollsten, verzeihendsten, transzendierenden, magnetischen Menschen machen. Magnetisch für all das Gute, für all das Schöne, für all die Liebe letztendlich, die da ist. Weil Liebe und Fülle ist genau das, was da ist, wenn ich dort bin, wo ich wirklich hingehöre. Und das ist für mich die Divine Design Reise. Die ist zweifelsohne der einzige Seelensweg, es gibt keinen anderen zu channeln, und wird dich genau dahin bringen, wo du hin willst und wo du hingehörst und was für dich gedacht ist. Ich habe Einzelsessions im Moment, 20 Minuten und eine Stunde, die du buchen kannst. Das kannst du sofort machen, ich habe noch Plätze frei, um deine eigenen Fragen zu stellen und zu wissen, für dich ist, wo ist da noch der Haken? Wo ist da noch der Fehler? Was kann ich noch nicht ganz annehmen und anerkennen? Und ich werde dich weiterbringen. Ich werde dich dahin transformieren, wo deine Erfüllung ist, wo dein Wunsch erfüllt ist, dein Seelenwunsch, dein Herzenswunsch, geil und ganz heil und ganz zu sein, aber das Erste natürlich auch, und heil und ganz zu sein, die Liebe zu sein, die du dir wünschst, die Person zu sein, mit der du gerne zusammen sein möchtest, und dann wird sich deine Personen, werden sich deine Personen im Außen transformieren, sofort. In dem Moment, wo du angekommen bist. Und das heißt nicht, dass du nicht rausfallen darfst. Du wirst rausfallen. Du wirst immer wieder rausfallen. Aber dieses Angekommensein in der Fülle, in der Wahrhaftigkeit, in der Liebe, das ist ein Gefühl und das heißt, ich bin erfüllt. Und wenn du erfüllt bist, hast du keine Angst mehr. Hast du keine Sorge mehr. Dann hast du keine Schwere mehr. Dann lebst du in diesem Gott vertrauen. Und das wünsche ich mir für alle Menschen. Ja. Teile dieses Video. Ich werde es auf YouTube teilen, dann kannst du es weiter teilen. Es ist so, so wichtig. Dieses Verständnis heilt alle familiären Interaktionen, Komplikationen. Weil in dem Moment, wo du in deinem heilen Zustand bist, ist es klar, dass sich deine ganze familiäre Ahnenlinie auch heilen muss. Das Gesetz der Reflexion. Es funktioniert 100%. Der Weg ist lohnenswert. Du bist das Portal zu allem, zur Heilung, zur Gesundheit, zu Erfolg, zu Liebe, zu Partnerschaft. Zu allem. Tritt ein. Bis bald.